Moin moin liebe Leute, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaltet zu einer neuen Folge ETS2 hier auf meinem Kanal. Und zwar heute wollte ich erstmal kurz mal gucken, was machen eigentlich unsere Fahrer, Fahrerinnen. Bevor ich wieder frage, was sie machen, gucken wir doch einfach lieber. Guck mal hier, Patricia ist ganz gut eingestiegen, so wie es aussieht. Die haben ja ein Fahrtenbuch. Ich finde, sie hat echt schon gut was geschafft. Da sind schon ein paar schöne Fahrten bei gewesen. Wolf. Hat noch Luft nach oben. Fett, nicht mal da, da mal eine schöne Tour gehabt mit dem Digger auch von Kiel nach Hull. Dann wieder von Hull nach Kiel zurück, hat keine Fracht gefunden, ist leer gefahren und zahlt dementsprechend echt viel. Ja, deswegen ist natürlich, wenn wir noch mehr Fahrer für Kiel machen, kann auch sein, dass wir dann immer mehr Probleme kriegen, oder? Straße auf Straße, täglicher Profit. Ja, wir wollen auch weiter Profit machen, wir holen uns auch einen Digger und dann fahren wir ab nach Berlin. Das ist unser Ziel für heute, zumindest schon mal on the road. Wollen wir dann mal irgendwo in Jönköping gleich eine Werkstatt sehen und vielleicht auch schlafen können, sollten wir das nutzen. Weil sonst haben wir das Problem, sobald wir auf der Straße sind, irgendwie unterwegs sind, dann müssen wir schlafen. Und dann lass uns das doch lieber jetzt, sofern wir in die Stadt reinkommen und die Möglichkeit haben, reparieren und schlafen. Geht ja eigentlich beides bei der Werkstatt, ne? 62 Kilometer müssen wir jetzt fahren für die Ware. Das ist schon mal eine ganze Strecke. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in die Stadt reinkommen, ja, wohl nee, mit so einem Baufahrzeug. Das Abknicken. Vorfahrt. Das war auch ca. ein, zweier Schaden. Der böse Begrenzungsfahrer war schuld. Haben wir kurzerhand mitgenommen. Toll, sind wieder 4000 weg gleich für Reparatur. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und auch wir. Da haben wir ganz gut Überblick. War jetzt auch kein Überholverbot oder so. Aber hier müssen wir rum. Das habe ich gerade noch rechtzeitig gesehen. Ist doch recht weit außerhalb wieder. Voll bergig hier. Das wird ja wieder so ein Steinbruch oder irgendwas sein, ne? Na, hier ist nur 50. Sverok. Die haben Ware für uns, die nach Berlin geliefert werden soll. Was ist das? So. Das ist falsch, sag mal. Ich würde sagen, wir fahren hier rum. Macht mehr Sinn.
So, gib uns mal den schönen 24.470er Auftrag. Da wollen wir auch möglichst viel behalten. Sprich, nicht so häufig blitzen lassen. Möglichst unfallfrei fahren. Keine Unfälle verursachen. Keine roten Ampeln überfahren. Also, da steht er. Wie steht er denn hier? Ich glaube, wir sollten hier schon rückwärts ranfahren, oder? Kann das sein? Macht, glaube ich, so am meisten Sinn. Und ankoppeln. So, warum können wir nicht los? Hängt da ein bisschen. Also nochmal einen schönen Überblick, da ist unsere neue Fracht. Damit wollen wir jetzt nach Berlin. Mal gucken, dass wir das Ganze hinbekommen. Wir gehen mal wieder in die Innensicht. 744 Kilometer Strecke vor uns und das ist tatsächlich diesmal auch das meiste, ist tatsächlich Fahrstrecke. Was schon absehbar ist, dass wir auf dem Rastplatz irgendwo, wir haben ja schon wieder so viel Sprit verloren, haben wir nicht ganz vollgetankt, ne? Dass wir bei irgendeinem Rastplatz schlafen müssen. Das also die Tour schaffen wir definitiv nicht. Einem Stück. Selbst wenn ich die ganze Zeit Vollgas fahre, das ist nicht machbar. Ich kann noch mal gucken, nächste Schlafpause in 5 Stunden und 6 Minuten. Also ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt den ersten Rastplatz nehmen. Zumindest schon mal ein paar Kilometer von dieser Strecke geschafft haben. Aber dann vielleicht den zweiten, ne? So. Müssen wir es irgendwie machen. Schade auch, dass ich den repariert, dass ich noch nicht repariert bekommen habe, die 4% Schaden. Aber 4% ist jetzt auch noch nicht so schlimm, dass hier irgendwie ständig der Motor ausgeht oder so. Ist alles noch im grünen Bereich. Mit 90 dürfen wir hier fahren, dann sind wir mit 106, finde ich, noch im Rahmen. Jetzt habe ich das Tempomat reingemacht. Jetzt fahren wir hier erstmal entspannt, wobei hier müssen wir gleich schon runter. Vielleicht doch mal wieder vom Gas gehen, ne? Sonst landen wir sonst wo. Überlege ich gerade, kann das sein, dass das Spiel noch recht leise ist? Das ist schon die zweite Folge, die ich jetzt in der heutigen Aufnahme ist ja schon gerade mache. Das Problem ist aber immer nach dem Multiplayer-Stream. Warte mal. Muss ich das Spiel mal so leise machen? Weil sonst ist nichts zu hören im Multiplayer. Ja, Gesamtlautstärke. So. Ihr sollt ja auch ein bisschen was vom Motorsound hören, ne? Sonst ist das Let's Play auch ein bisschen langweilig. Naja. Also wirklich ein bisschen, ne? Ein bisschen Brummen hört man den Motor jetzt vielleicht. In der Außenansicht kommt der Sound wahrscheinlich ein bisschen besser rüber. Fahren wir noch ein bisschen Außenansicht heute zu Ende. Helsingborg. Hier ist ein Rastplatz bald, aber den nehmen wir noch nicht mit. Wir
dann später einen mitnehmen. Auch noch Handy am Steuer hier gerade. Das ohne Rückspiegel. Ist echt gerade ein bisschen schwierig, sorry. So, machen wir uns mal zumindest die Rückspiegel wieder rein. Außenansicht sehen wir so ja ein bisschen besser. Wenig Polizei heute unterwegs, aber es kommt uns ja gerade gelegen. Da wir müssen noch ein paar Meter machen, bis wir den nächsten Rastplatz kommen. Viel Leben drin hier unterwegs in Skandinavien. Und wie mit dem Digger. Radlader. Würde ich mal behaupten. Fahren sie aber auch nah auf hier, nicht dass sie gleich einen Unfall bauen und wir plötzlich Vollbremsung starten müssen. Fallen jetzt 90 hier, die fahren hier 50. Denn ernst? Und da vorne ist ja schon wieder Rind. Linke Spur. Toll, jetzt geben Sie Gas und wir kommen nicht hinterher. Das ist immer so traurig. Was wiegt unsere Ladung denn eigentlich? 15 Tonnen. Ich weiß nicht, ob das Polizei oder so hinter uns ist. Nochmal Tempomat auf 93. Wie viel Pausenzeit haben wir noch? Wir sind jetzt 8.16 Uhr. Drei Stunden. Also wie gesagt, bis 11.30 Uhr kann man es ungefähr merken. Hier wollen wir nicht runter. Da haben wir Polizei auf der linken Seite. Jetzt langsam überholen sie uns. Aber mit nur 3 km/h zu schnell lassen wir uns gar nichts zu Schulden kommen. Passt schon. Landschaft hier, schöne Höfe. Oh, das war knapp. Toter Winkel. Meine Güte. Kleiner Citroën hier vor uns. Vor der Volvo.
alle ausgebremst durch den LKW, der hier abfahren wollte. Wir wollten nicht abfahren. Hier auch wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen, aber es ist schon absehbar. Diese Tour ist keine Tour fürs Wochenende. Die Tour hier wird uns auch Anfang der Woche begleiten. Also mehr als 300-400 Kilometer schafft man ja meistens nicht in einer Viertelstunde. Das heißt definitiv, das ist auch echt blöd. Jetzt ist es wieder so schön Tag und wir müssen uns erstmal schlafen legen. Generell haben wir für den Auftrag aber viel Zeit, dass wir uns auf jeden Fall schlafen leisten können. Hier müssen wir runter, ne? Ist auch echt, dass der Tank schon wieder so leer ist. Wundert mich ein bisschen. Ich habe zu viel Verbrauch. Oder ich habe einen Leck im Tank. Wir tropfen. Da rechts wäre eine gewesen, bei Helsingborg. Aber sparen wir uns jetzt erstmal. Wir werden mal gucken, dass wir morgen was finden, wo wir ranfahren können. Tanken, resten, im Zweifel auch noch reparieren. Aber das können wir auch alles erst in Berlin. Zumindest ja, 498 Kilometer. Wie viel Platz haben wir also hier? Wie viel im Tank? Für wie viele Kilometer reicht das noch? 675, also wir würden damit nach Berlin kommen. Hier kommt aber gleich eine Reihe, ja, okay. Dann legen wir jetzt hier unsere Pause ein. Wir tanken wieder voll, schlafen eine Runde und dann können wir ja morgen die Tour hier weiterfahren. Nur reparieren geht hier halt nicht. Gut, liebe Leute, wir stehen, passt ganz gut. Danke euch fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit dem Like wisst ihr, unterstützt mich. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann und tschüss.